Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier noch in Irland, glaube ich, ne, Island, Entschuldigung, und stehen hier mit unserem Caterpillar noch ein bisschen mitten auf der Straße und halten gerade ein wenig den Verkehr auf. Und ich hoffe, das ändern wir jetzt, indem wir ratzfatz hier kurz vorfahren und hoffentlich niemand mitnehmen. Und wie ihr hört, wir haben endlich unfassbarerweise musikalische Unterstützung. Ich weiß noch nicht, wie laut die ist, ich weiß noch nicht, wie leise sie ist. Da müssen wir jetzt so mit und mit mal schauen, dass wir die Musik richtig eingestellt bekommen. Und ich denke mal, vielleicht diese Folge könnte vielleicht was zu laut sein, die nächste könnte was zu leise sein. Und dann werde ich mir eure Kommentare durchlesen und den Sound dann genau richtig einstellen. Beziehungsweise, ich werde es ja schon in der ersten Bearbeitung merken. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und, ist ein bisschen kalt hier, ne? Wir haben ja ein wenig Sommer, ne? Ja, egal, jetzt... Jetzt bin ich schon losgerollt. Entschuldigung, Junge, jetzt muss ich ganz... Ach, du blickst ja eh ab. Oh, das geht gut. Junge, du müsstest ein Stück zurücksetzen, glaube ich. Sonst hast du gleich kein Auto mehr. Ich meine, mir soll es ja recht sein. Ich wusste es, wir berühren ihn. Aber ich glaube... Ja, super. Hat funktioniert. Ich habe jetzt gerade gedacht, so scheiße, jetzt hat er die ganze Front im Arsch. Aber nein. So, ich lasse euch hier das Navigationsding rechts mal eingeblendet. Hoppla, da hat der kleine Volvo wieder Schnupfen. Bitte holen Sie den kleinen Volvo an der Information ab, er hat Schnupfen. Oh, Entschuldigung, ich muss leider so einen großen Bogen fahren. Ich bin weiterhin daran, das VR-Problem zu lösen, dass wir endlich auch den Euro Truck Simulator 2 und nicht nur City Car Driving in der virtuellen Realität genießen können. Ich meine, wir fahren jetzt auch virtuell, reality-mäßig, aber eben mit kompletter Umsicht und alles. Und Leute, wie gesagt, es funktioniert ja schon, wenn ich so spiele. Ich würde es nur gerne aufnehmen können. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass ich das mit der Software OBS aufnehmen kann. Da kommen wir zum nächsten Problem. Das Problem ist das, und jetzt wird es ganz lustig und amüsant. Oh, dankeschön, Kollegen. Dass, wenn ich es damit aufnehme, das Spiel komplett gespiegelt ist und viel zu klein. Also es wird nicht in der kompletten Auflösung dargestellt. Nächstes Problem aber, wir kriegen das schon irgendwann behoben. Es hat auch einer in die Kommentare reingeschrieben, ob ich nicht mal schauen kann, wie das aussieht mit... Ach, Moment mal, Leute. Ich guck mal wegen... So, und da bin ich auch schon wieder. Das ging ja flott, ne? Unfassbar. Da war der Herbert flott. Die Musik scheint anscheinend okay zu sein. Ich dachte, sie wäre vielleicht zu laut. Aber ich finde sie eigentlich in der Lautstärke ganz okay. Das kann natürlich auch eine... so eine Vermutung sein, dass alles okay ist. Aber bis jetzt ist der Sound vollkommen in Ordnung. Ja, warum die Cam nicht funktioniert, weiß ich leider nicht. Ich habe da so ein kleines Kommunikationsproblem mit meiner Cam. Sie leuchtet und ich habe gerade schon wieder feststellen müssen, dass die Scheiße nicht funktioniert. So langsam habe ich das Gefühl, dass sie vielleicht einen Defekt hat. Ich hoffe natürlich nicht, weil sie ist ja gerade erst niegelnagelneu. Aber da steckt man tatsächlich nicht hinter. So, mal einen schönen Screenshot. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, Thumbnails regelmäßig zu zeigen. Aber irgendwie bin ich dafür entweder zu blöd oder zu faul. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe da bis jetzt noch nicht wirklich durchgeblickt, woran es liegt. Aber eins kann euch sicher sein, könnt ihr euch sicher sein, dass niemand anders diesen wunderschönen Himmel präsentiert. Unfassbar. Und der ist jetzt noch schöner, aber jetzt noch nicht. Weil ich wieder vergessen habe, dass der Entwickler
mir zwar das neue Pack runtergeschickt hat, aber ich Trottel es wieder nicht installiert habe. Ich könnte wieder kopfschüttelnd hier durch die Gegend laufen. Naja, vielleicht schaffe ich es gleich für morgen. Ansonsten sehen wir das im Laufe nächster Woche. Vielleicht gibt es dann auch schon wieder Neues, das kann auch gut sein. So, ich weiß, dass die Strecke durch ein Schneegebiet führt. Das weiß ich aber auch nur, weil es jemand in die Kommentare reingeschrieben hat. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Wie gesagt, ich bin gerne für Tipps, Tricks und alles andere offen. Einfach in die Kommentarbox damit, dafür sind die nämlich da. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Hoffentlich kommen wir da ohne Probleme durch. Also da, wo wir durch müssen. Soviel ich weiß, ist das bergab. Also wir fahren jetzt da in die Richtung. Da ist auch auf der Map, wenn ich euch das mal ganz kurz zeigen kann, alles markiert mit Achtung. Schneeglätte, also Eisglätte, Schneeglätte. Starker Schneefall. Aber hier geht's bergauf. Das heißt, hier geht's eigentlich hoch. Wir fahren jetzt von Akureyri runter über die A1 so gesehen. Und runter den Berg komplett an Krafla vorbei, runter bis Seyris Fjord oder so, keine Ahnung. Und das sind ein paar Meter, aber ich denke mal, dass wir Glück haben könnten. Boah, diese Fahrt, ne? Das ist ja eine Himmelstour. So, ganz kurz den Tempomat ausmachen. Hier darf man nämlich nur noch 60 fahren. Wahrscheinlich auch durch die große Kurvenlage. Aber der Scania, der zieht das ja hier weg, als ob das ein Kinderriegel wäre. Das ist unfassbar. Ich finde sowas immer sehr bemerkenswert, dass sowas überhaupt funktioniert. Kurz was trinken. Ja, jetzt lässt die Automatik langsam nach, ist aber nicht schlimm. So, jetzt geht's hier runter. Kann natürlich auch sein, dass geräumt ist. Ich weiß nicht, ob das in der Promos, also ob es das in der Promos gibt. Diesen Räumungsdienst so gesehen. Da kriegen wir auch schon die Warnung angezeigt auf dem System, also auf dem Navigationssystem. Oh, und hier fängt es an und jetzt ist es glatt. Alles, was jetzt passiert, ist tödlich für uns. Dafür geht die Geschwindigkeit auch schon was runter, weil er einfach nicht mehr richtig reagieren kann hier. Hoppla. Was man nicht alles für ein schönes Foto macht. Ich merke gerade, hier geht es ein Stück bergauf, das wäre nicht so schön. Aber ich glaube, die Automatik kriegt das gelevelt. Ich hoffe es. Ansonsten müssen wir einfach nur auf den manuellen Schaltbetrieb gehen. Hier sehen wir es. Also ich muss schon ordentlich einschlagen, damit die Reifen, also damit die Reifen mit in die Kurve gehen. Die Automatik vom Scania, muss ich zugeben, ist gut. Deutlich effektiver als die vom MAN. Mit dem sind wir nämlich nicht hier hoch. Oh, stehen bleiben ist nicht gut. Jetzt weiß die Automatik gerade nicht mehr, was sie tun soll. Vorsichtig Gas geben. So, ganz vorsichtig. Und jetzt Vollgas, komm. Komm schon. Oh, weia, Leute. Ich glaube, ich muss tatsächlich wechseln
auf manuelle Schaltung, sonst wird das nichts. Wir müssen die Gänge einfach länger halten können und das schaffen wir so nicht. Die gibt es unter Controller-Einstellungen hier vorne nämlich. Und zwar nehmen wir da die H-Schaltung. Da wir das G27 nutzen, haben wir natürlich vollen Zugriff drauf. Und mit der Schaltungsweise können wir natürlich super flockerig, dadurch, dass die Automatik einfach einen nicht blockiert oder behindert, ziehen wir hier durch den Dreck, als ob es nichts wäre. Sehr schön zu sehen. Oh, oh, hoppla. Okay. Alle Achtung. Was hier eine Leistung hintersteckt, das ist eine Bestie pur. Achso, im Übrigen, wenn die nächsten Parts keine Verabschiedung und keine Begrüßung kommen, weil ich jetzt durch aufnehmen werde, damit wir eigentlich diese Regelmäßigkeit drin haben. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja? Was ist das? Aha. Ei, 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 Leute. Ihr hört das Getriebe.